Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Omsi 2, dem Omnibus Simulator. Und wir sind hier auf dem Weg. Ich mache mal die Pause raus, die ich gerade schon reingedrückt habe. So, wir sind hier auf dem Weg zur Nervenklinik. Jetzt lassen wir mal die Fahrgäste rein. So, bitte sehr. Eine Karte für eine Kurzstrecke, bitte. Kurzstrecke willst du? Kostet 2 Euro, gibt's 8 wieder. Oh, laut. Ein Lärm. Gut. Ja, wir sind unterwegs zur Nervenklinik. Wir hatten da die ersten drei Haltestellen jetzt erst geschafft. Und gucken wir mal, dass wir da jetzt loskommen. 1,3 Minuten Verspätung haben wir schon. Den Trabi kratzen wir hoffentlich nicht an. Nee. Ja, Blinker wieder ausmachen. Weiterschalten. Teltower Straße. So, Teltower Straße. Und das Ganze ohne Navigation. Ich bin da aber zuversichtlich. Ah, da ist wieder eine ganze Meute. Na, drei Leutchen. Die beiden Damen wollen wohl woanders hin. Ja, so. Zack, 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 zack. Ja, fünfmal zack, weil fünf Tasten zu drücken. Morgen, guten Tag. Morgen, Tag. Alle schöne Monatskarte gekauft, finde ich gut. Ampel ist grün, gleich weiterfahren. Ah, da kommt dieser Lärmsack hier an uns vorbei. Bleibt schön hinter dem Mercedes, ja? So. Heidereuterstraße. Die Heidereuterstraße. 0,9 Minuten Verspätung, sagt Omsi an. Ja, das ist normalerweise oben links im Bild, aber hier ist ja das Bild so breit. Ah, die Ampel ist rot. Dass ihr das jetzt nicht im Bild sehen könnt. Deswegen sage ich das ab und zu an. 0,7 Minuten, sagt er jetzt. Da wird uns aber die Ampel einen Strich durch die Rechnung machen. Naja. Los, Ampel grün werden, zackig. Los! Ich werde mich jetzt demnächst mal drum kümmern, ob es denn da inzwischen einen weiteren neueren Patch gibt. Ich glaube, das ist nämlich so. Weil ich habe es ja, wie gesagt, längere Zeit nicht mehr angehabt. Das Omsi. Wie sieht's aus? 1,1 Minuten, ja. Die müsste jetzt auch gleich kommen, die Haltestelle. Die Heidereuther Straße Haltestelle. Da ist sie. Zackig. Los rein, wir haben keine Zeit. Hallo. Hallo. Da hast du aber Glück gehabt, ich wollte schon meckern. Schnepfe noch jemand kaufen will. Ach, jetzt habe ich wieder falsch gedrückt. Nee, ist richtig, ist richtig. Ich bin noch ein bisschen gestresst und ein bisschen durcheinander. Ich muss mich höllisch konzentrieren. Ich weiß nämlich auch, da kommt nichts, alles ist frei. Dass wir jetzt scharf abbiegen müssen gleich. Und zwar habe ich mich da immer orientiert an der Kirche. Da kommt gleich so eine Kirche. Ach ja, weiterschalten. Grenadierstraße. Genau, die Grenadierstraße. Mit diesem langen Schlachtschiff hier werde ich mal nicht die rechte Spur nehmen zum Abbiegen. Ah, oh, es gibt auch noch die Ampel rot. Weil sonst komme ich da nämlich. Oh nee. Sonst komme ich da nämlich überhaupt nicht rum. Ah, geht weiter. Uah. Das war jetzt so ein langer Einfrierer hier, dass ich schon befürchtet habe, die Kiste fliegt ganz raus. Das ist nämlich die Schwäche an diesem Omsi jetzt im Vergleich zu anderen, zum Beispiel im Euro Truck Simulator, ist relativ häufig mal abgestürzt und hat einen rausgeschmissen. So, jetzt müssen wir diese lange Kiste hier da um die Kurve kriegen, um dann da an die Haltestelle anzuhalten. Ah, grün. Ja. Die Fußgänger haben auch noch grün hier, ne?
Ja. Kommen da noch mehr? Anscheinend nicht. Jetzt muss ich auf den Spiegel achten, dass der Hintern da ganz rumgeht. Das passt aber ganz gut, glaube ich. Na, nicht an den Bordstein, weil dann schimpfen die immer gleich alle und wollen auch gleich aussteigen. Das ist ganz, ganz gruselig. So, jetzt aber flott. Ich habe schon wieder ordentlich Verspätung, weil ich so wahnsinnig schnell um die Kurve gerast bin. Ihr braucht keine Fahrscheine kaufen. Das haben die gehört. Das haben die gehört. Ah, gleich weiterfahren. So. Blinker wieder aus. Ich habe es ein bisschen ruckelig jetzt hier. Ich kann jetzt auch die Framerate nicht sehen, weil ich eine andere Aufzeichnungstechnik benutze. Stresoplatz. Ach ja, der Stresoplatz. War doch nicht so weit in die Mitte. Ich muss hier rum. Aber immer friert der Spiegel ein. Das passt noch, das passt. Das passt noch. So. Uhr sagt schon 2 Minuten Verspätung. Finde ich jetzt nicht so prall. Aber ich gebe mein Bestes. Versuchen jetzt weder Golf noch Trabi anzukratzen. Und dann friert immer der Spiegel ein. Das passiert zum Beispiel, ach, ich vergleiche mal im Eurotruck-Simulator, aber da bin ich halt viel unterwegs. Da passiert das grundsätzlich nie, ne? Da passieren andere Dinge, aber das passiert nie. Und das ist ganz schön fies, wenn der Spiegel einfriert. So. Hallo. Hallo. Ich hätte gern einen normalen Fahrschein. Na gut. Hast das ja nicht gehört vorhin. So, setz dich hin. Na komm. Wir müssen da vorne nämlich links. 2,5 Minuten Verspätung, das ist viel verflucht. 2,6. Also ich glaube, bis 3 Minuten sagt da noch nichts. Bei über 3 Minuten kommt es ins Zeugnis. Glaube ich. 2,8. Also ich muss also mit der entsprechenden Verspätung auch an so einer Haltestelle ankommen. Bewegt sich ja auch schon mal ein bisschen unterschiedlich. So, jetzt müssen wir hier vernünftig rumkommen, großen Bogen fahren. Und das Gequietsche, Gequietsche. So. Reitestraße, Markt. Reitestraße, Markt. Die breite Straße, die ist aber gar nicht breit, das weiß ich wohl. Ist ziemlich eng da hinten. So, sieht aus wie unsere Gablenzbrücke in Kiel hier. So. So. Und ihr beeilt euch jetzt aber auch mit dem Einsteigen, ne? Nicht lange großartig rumhuddeln hier und Fahrkarten kaufen, sondern zusehen, dass er den Hintern hinten auf den Sitz kriegt. Guten Tag. Hä? Tag. Hallo. Oh, da habe ich wohl vergessen, die Türen zuzumachen. Der hat mich jetzt richtig erschrocken. Quatsch mich da an, aber dafür ging es wirklich schnell, muss ich sagen. Ah ja, da ist die Ampel, die sagt mir, ich darf fahren. Aber jetzt sowieso ist grün. Gucken wir, dass wir hier vernünftig die Kurve rumkriegen. So. Ist ein bisschen knifflig jetzt hier mit diesem langen Gerät. Aber das schaffen wir. Jawohl. Weiterschalten. U-Bahnhof, Rathaus, Spandau. Mist, das war der Bordstein. Aber hat keiner gemeckert, also hat es keiner gemerkt. Die schlafen alle da hinten. Das hat ganz schön gescheppert. Na, wollt alle aussteigen?
Oh, das sind viele, die aussteigen wollen. Doch wohl nicht etwa wegen dem kleinen Rempler. Ihr Mimosen. Nee, dann hätten die gemeckert. Ja, dann hätten die gemeckert. So. Ja. Und da sind wir schon. Diesmal mit geschlossenen Türen gefahren. Ich habe das nicht gemerkt. Oh, 1,2 Minuten. Ich habe sogar Zeit rausgeholt. Gut, 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 gut. Hallo. Hallo. Das ist wunderbar. Da werde ich auch gar nicht viel Zeit verlieren. Gleich weiterfahren. Und die Ampel ist grün. Hoffentlich kriegen wir sie noch. Los. Haltestellenbremse. Beeilung. Ach Mensch. Definiere das Wort Ampel. Eine Ampel ist ein kleines grünes Licht, das immer rot wird, wenn man näher kommt. Verdammt noch eins. 1,8 Minuten Verspätung. Mist, Mist, Mist. Ah, noch einige Leute drin. Okay. Von ganz hinten geguckt mal. Rathaus Spandau. Ah ja, ich muss ja auch gleich weiterschalten für die nächste. Das zeigt dir tatsächlich immer an hier. Na, wenn ich jetzt zum Beispiel weiterschalten würde, ich weiß ja die Taste nicht. Von hier aus treffe ich den garantiert nicht. Ja. Ach Mensch. 2,4 Minuten Verspätung schon. Da kann doch kein Mensch was für. Aber man kann schön sehen hier, wo der Fahrer sitzt und wo die Lenkachse ist, also die Fahrachse ist. Und das merkt man in den Kurven aber ordentlich. So. Jetzt schalte ich weiter. Galenstraße. Galenstraße. Alles sieht ganz soweit ganz gut aus. Natürlich will da wieder jemand raus. 1,5 sagt er jetzt. Aber der Spiegel ist schon wieder eingefroren. Ich sehe nichts hinten. Na da jetzt. Das ist echt doof. Aber ich reize natürlich um sie auch schon ziemlich aus, das muss ich ja sagen. Also, mit drei Bildschirmen ist eine ziemlich heftige Auflösung. Oh, ich habe die Tasten nicht richtig gedrückt. Los, rein. Guten Tag. Guten Tag. Ich habe schon Angst gekriegt, weil sie nämlich nicht wieder mit den ermäßigten Fahrscheinen ist. So, weiter. Ich muss gerade... Oh, nee, ne? Ach, was habe ich denn verbrochen? Schon wieder rot. Da geht mir doch der ganze Zeitplan flöten. 1,9 Minuten. Und ewig diese blöde Sirene. Hm, 2 Minuten. Ach, das kann man übrigens auch sehen. Hier kann man das sehen. 2 Minuten Verspätung. Und wenn dann Minus vorsteht, dann ist das Zeit, die ich im Plus bin. Genau so ist es. Ja, Minus heißt Plus, ne? So ist es nochmal. So. Starkener Straße. Ja. Mit Vollgas. Kappa auf dich! Stark in der Straße. Jawohl, ja. Da stehen sie schon. Ah, der Männerclub Skatverein, was? So. Ich lasse euch zwar schon mal rein, aber ich fahre da noch nicht los. Hallo. Eine Hallo. Fahrkarte, bitte. Eine Fahrkarte. Für 3. Danke. Bitte, tschüss. So, Türen zu.
Und dann sage ich mal, die Zeit ist soweit abgelaufen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da und dann geht's beim nächsten Mal weiter. Ich weiß nicht, ob wir die Nervenklinik schon erreichen. Ich fürchte fast noch nicht. Aber wir geben uns Mühe, ne? Bis dann, bye bye, tschüssi!